Nach die Säulen der Erde und die Tore der Welt erscheint nun das Fundament der Ewigkeit, der neue große Kingsbridge-Roman von Ken Follett. Das Gebäude, in dem wir uns befinden, heißt Hatfield Old Palace. Es wurde im 15. Jahrhundert erbaut und im 16. Jahrhundert zog eine der jungen Töchter von König Heinrich VIII. Hier ein. Und das war Elisabeth, die Königin Elisabeth I. von England wurde. Das hier war also ihr Zuhause, als sie eine junge Frau war. Und die ersten Szenen in Das Fundament der Ewigkeit, in denen Königin Elisabeth vorkommt, spielen nicht nur in diesem Gebäude, sondern in diesem Raum. Das war also eine sehr dramatische und aufregende Phase in ihrem Leben. Das ist das große historische Drama im ersten Teil von Das Fundament der Ewigkeit. Es ist großartig, herzukommen, dieses Gebäude anzusehen und zu sagen, hier ist es passiert. Königin Elisabeth hat eine Unterredung mit William Cecil geführt und der spanische Botschafter ist gekommen, um sich mit ihr zu unterhalten. Und passiert ist das hier. Ich habe herausgefunden, dass es derart viele Menschen gab, die Königin Elisabeth I. von England töten wollten, dass sie Englands ersten Geheimdienst aufbaute. Und mich faszinierte einfach die Vorstellung von Spionen und Geheimagenten, wie wir sie aus den Spannungsromanen kennen. Das aber im 16. Jahrhundert, zur Zeit von Shakespeare und Königin Elisabeth. Elisabeth Tudor ist eine gewaltige Frau. Schön war sie im Grunde genommen nicht, aber sie war verführerisch und die Männer haben sich in sie verliebt. Sie war extrem willensstark, blitzgescheit und sehr sexy. Und diese sexuelle Attraktivität hat sie ständig zum Einsatz gebracht. Sie hatte also all diese von Stärke zeugenden Charaktereigenschaften und sie verstand es, ihre Weiblichkeit zu ihrem Vorteil einzusetzen. Ein bisschen so wie Margaret Thatcher. Ich muss natürlich in Erfahrung bringen, was sich in der Geschichte tatsächlich zugetragen hat. Und dann lautet die Frage, wissen wir, wer das getan hat? Die fiktive Figur muss Dinge tun, die sich wirklich zugetragen haben, von denen wir aber nicht wissen, wer die Person war, die diese Dinge getan hat. Und auf diese Weise kann der Leser sich sicher sein, dass alles, was er liest, wenn er über eine historische Figur liest, der Wahrheit entspricht. Und wenn er über eine fiktive Figur liest, ist das, was er liest, meiner Fantasie entsprungen. Ned Willard ist ein junger Engländer, der in den Dienst von Königin Elisabeth I. tritt. Und er ist sehr intelligent, ein bisschen idealistisch und recht hart im Nehmen. Im Grunde genommen ist er ein James Bond des 16. Jahrhunderts. Marjorie, das Mädchen, in das er sich zu Anfang der Geschichte verliebt, ist eine Frau, in deren Leben zwei Dinge miteinander kollidieren. Sie will eine fromme Katholikin sein und sich so benehmen, wie junge Frauen sich nach den Regeln zu benehmen haben. Aber sie ist auch verrückt darauf, mit Ned ins Bett zu gehen. Wenn ich den Roman eines anderen Autors lese, denke ich häufig, ich wünschte, ich könnte das schreiben. Ich sehe, dass ein Autor etwas wirklich Großartiges leistet und denke, ich wünschte, ich hätte das geschrieben. Ich wünschte, die Idee hätte ich gehabt. Und manchmal schreibt ein Autor etwas, was nicht so gut ist. Und ich denke, ich könnte diese Geschichte besser erzählen. Und ich glaube, das tun wir alle. Wir sagen uns einfach ständig, vielleicht könnte ich damit etwas anfangen.